Ihr fantastischen Menschen da draußen, ich grüße euch. Heute ist wieder eine Blätterfolge dran und zwar wieder eine Leihgabe von dem guten Kai. Ähnlich wie der Konami-Spiele-Berater haben wir hier Super Mario Power von Nintendo selber. Ja, er hat mir einen ganzen Stapel an Spieleberatern geschickt. Da habe ich natürlich auch viel, viele spezielle zu Super Mario World 2, für die ganzen Secret of Mana etc. Da habe ich mich jetzt allerdings entschieden, die werde ich jetzt nicht so unbedingt machen, weil das würde sonst sehr, sehr eintönig, wenn man da jetzt nur ein Spiel bespricht. Aber in Super Mario Power, den Spieleberater, da wären nämlich gleich drei Spiele besprochen, und zwar Super Mario Bros. 1, 2 und 3. Wobei hier natürlich, sieht man hier natürlich über 100 Seiten Mario 3. Ja, der Fokus lag da eindeutig auf Super Mario Bros. 3. Ich würde aber sagen, wir schauen da auch gleich mal rein. Ich werde hier auf jeden Fall in jedes Land nicht zu sehr in die Tiefe gehen. Denn eine kurze Story zu meiner Spielegeschichte. Super Mario Bros. 1 war sogar mein erster Bezugspunkt zu den Super Mario Bros. Spielen. Und zwar auf dem NES war das ja damals dabei und mein Bruder hatte das damals. Und das war wirklich dann so mein Berührungspunkt Nummer 1. Super Mario Bros. 2 hatte ich denn natürlich auch. War ich so großer Fan von. Damals hat man ja noch nicht so ganz verstanden, dass es ja eigentlich kein richtiger Teil war, aber damals hat man einfach mehr experimentiert und das finde ich halt herrlich. Der dritte Teil, was natürlich hier die Hauptformat macht hier, den habe ich allerdings noch nicht so gespielt. Natürlich habe ich ihn schon mal gespielt, aber den hatte ich halt damals nicht so erlebt. Ich weiß so, dass das ein Kumpel hatte, wir haben das damals ganz gerne gespielt, oh, aber ja, wie gesagt, deswegen ist meine Beziehung zu den ersten und den zweiten Teil irgendwie mehr. Deswegen schauen wir einfach mal, was uns hier alles erwartet. Aber hier eine super Analyse zu Mario. Sein spezial angefertigter Kappenschutz, Allzeitbereiter Bowser-Radar, seine Augen. Super Riecher für drohende Gefahren. Dann haben wir hier direkt Verbindung zu in Not geratenen Prinzessinnen, den Blockzertümmerer. Hemd für kleine untersetzte Superhelden mit Bauch, süß ausgedrückt. Der Pilzvertilger, der Mund, stahlverstärkte Schildkrötenstampfer, okay, also Stahlkappenschuhe, womit er dann die Schildkröten entsprechend zerschmettert. Spezielle Mario-Gewichtskontrollknöpfe, okay. Schauen wir mal. Hier, cool. Ja, sehr schön. Also, so eine kleine Mario-Übersicht haben wir hier. Ne? 81 hier der Auftritt bei Donkey Kong. Dann natürlich hier überall eher in den Arcades, in Donkey Kong Jr., Super Mario Brothers. Dann natürlich hier der erste NES-Teil, wo es denn richtig gestartet ist. Der zweite, dritte Teil Super Mario Land und Dr. Mario. Das scheint also irgendwie so 1990 herumgekommen zu sein. Aber eine schöne Übersicht, dass sie mal so ein bisschen auch die Hauptspiele zeigen. Komisch, dass sie hier Super Mario Land nicht mit begriffen haben, aber na gut, sie wollten sich wahrscheinlich auf die NES-Titel konzentrieren, denke ich mal. Ach, und Gastauftritte, ja, die waren ja damals ja wirklich groß, finde ich ja cool, dass sie hier alles aufführen. Auf dem Game Boy ging es ja richtig los, wie man hier sieht, den ganzen frühen Titel, wie Tennis, Golf, F1 Race, Tetris, Alleyway, da war der ja überall drin und ich weiß auch, wie ich als Kind mich immer tierisch gefreut habe, wenn Mario irgendwie so ein bisschen so halb versteckt irgendwie zu erspähen war. War einfach super, ne? Damals war man noch nicht so streng, was das angeht irgendwie. Marios geistiger Vater natürlich, da geht es natürlich nicht ohne Miyamoto. Das scheint hier ein kleines Interview zu sein, finde ich gar nicht so verkehrt. Ihr könnt ja vielleicht mal pausieren, wenn euch das mal interessiert, um euch das jetzt mal genauer durchzulesen. Sehr, sehr interessant, das sieht ja noch so ganz jung aus, ne? Ja klar, Anfang 90er, das sieht natürlich heute etwas anders aus. Und da haben wir natürlich Super Mario Bros. 3, das hat ja damals wirklich so alles weggefegt, was irgendwie möglich war. Der Hype war riesengroß, ich kann mich daran erinnern, es gab ja sogar diesen einen speziellen Film, The Wizard heißt er im Englischen, ich weiß gar nicht, wie der jetzt im Deutschen hieß, wo auch im Vorfeld das Spiel riesen gehypt wurde und jeder wusste im Prinzip, alles klar, da kommt was riesiges auf uns zu. Dann haben wir hier natürlich verschiedene Power. Es hat ja auch, das Spiel hat auch viele, viele Sachen eingeführt, die dann auch später viele, viele Plattformer ja auch hier weiter benutzt haben. Wie diese Übersichtslandkarte, wo die Level auswählt und so weiter, um so mal ein bisschen mehr Gefühl zu bekommen, wie die Welt aufgebaut ist und so weiter. Ne? Ja, aber sehr, sehr kleinteilig war, was der alles kann. Schwanzattacke etc. Super Mario Power
Super Mario Magie, ja, die Wolken gibt's, Hammer gibt's, also da wurde wirklich alles geupdatet ohne Ende. Vor allem konnte man ja auch auf dieser Karte dann auch diese Gegenstände einsetzen, was ja auch ja, durchaus innovativ war auf jeden Fall. Marios Spezialtechnik, Diagonalsprünge, Durchschlittern, Rampensprünge, um die Ecke springen, Geducktsprünge, kleine Abgründe überlaufen. Stimmt, das war immer, aber obwohl das konnte er schon im ersten Teil, das auf jeden Fall, der Panzertrick und der Freifallsprung, ja. Mario One-Up-Tricks, ach, hier werden auch wirklich so diese kleinen Cheats hier quasi aufgeführt. Boah, Mario's Gegner, also das ist wirklich sehr kleinteilig. Und mal gucken, ob hier die nervigsten Gegner, was ich am nervigsten immer fand. Und zwar die Hammerbrüder. Die waren immer so extrem nervig, weil die immer diese Hammer gespammt haben, die auch diese komische Flugbahn hatten. Also, boah. Und die Sänge Sonne natürlich. Die Sonne war sowieso fies. Wobei ich auch nie mit diesen Huibus irgendwie klarkam, muss ich sagen. Die Weltenkarte. Ach, hier sogar mit aus? Ne. Doch, zum Ausklappen. Hier die verschiedenen Welten. Haben sie richtig Mühe gegeben. Ja, also im Prinzip so Jump'n'Run-mäßig natürlich, man hat die verschiedenen Landschaften, man hat eine Wüstenwelt, man hat eine Dschungelwelt, man hat eine Lava-Welt, man hat eine Eiswelt, so das Übliche. Aber es ist ja cool, dass sie hier sowas zum Ausklappen haben. Sehr schön. Ach, dieses Marios Kartenspiel, das war ja auch immer, dass man verschiedene Sachen einsammeln konnte und dadurch dann auch Upgrades freischalten konnte. Welt 1. Ja, also haben sie wirklich sehr schön aufgemacht, würde ich sagen. Na gut, jetzt haben sie natürlich jetzt Level für Level durchgesprochen hier. Wie gesagt, das werde ich so ein bisschen mal grob nur überblättern. Aber haben sie ja wirklich jedes hier einzeln besprochen. Ne? Und also hier ist wirklich das Wort Komplettlösung oder Spieleberater sehr ausführlich gemacht auf jeden Fall. Finde ich krass. Obwohl nicht jedes hier, sehe ich gerade. 1, ach nee, gar nicht. 1,5, 1,4 ist ja das Mini-Floss. Ich dachte, wollte gerade sagen, hier von wegen 1 oder dann zu 1,5 überspringen. Aber nee, da haben sie wirklich hier alles. Die Flugschiffe fand ich auch immer so geil. Die Musik, die war echt immer so. Ja, also. Ganz ehrlich, jetzt wo ich dieses Magazin durchblätter, ich habe diese Super Mario Bros. 3 Musik im Kopf. Ich weiß es auch nicht warum, aber irgendwie, ich habe die im Kopf. Ja, die Wüstenwelt, da wo es natürlich schon etwas schwerer. Ja. Diese Sprünge. Also, ich bin mir gerade etwas still, weil irgendwie bin ich jetzt gerade selber so etwas geflasht, wenn ich das jetzt durchblätter. Da kommt mir doch mehr bekannt vor, als ich dachte. Ich frage mich, wieso. Land des Wassers, das weiß ich noch, weil das war richtig cool, weil man ja diesen Froschanzug hatte, der war ja auch da neu. Und da konnte man ja wesentlich besser durch das Wasser navigieren, ne? Und natürlich auch sowieso hier der. Hier der Dingsanzug, wo man überstiegen konnte, der Waschbäranzug. Das war natürlich das große, große Feature. Wenn man es korrekt angestellt hatte, konnte man ja ganze Level fast schon überfliegen. Das war schon echt geil. Aber diese Zeichnung, ne, die finde ich hier so echt super geraten. Also ist ein sehr schöner Spieleberater, der wirklich sehr ins Detail reingeht. Das Mini-Schloss, das ist ja so dunkelblau gestaltet. Das habe ich auch gar nicht mehr so im Kopf. Land des Wassers. Wie gesagt, ich weiß, ich wiederhole mich, aber ich überspringe mich hier relativ schnell. Ach, guck mal hier auch wie die Münzenanzahl ist und so weiter. Also hier mit den Zeichnungen haben sich echt Mühe gegeben und wie ihr alle wahrscheinlich auch, ich mag ja diesen Stil einfach. Ne? Der ist einfach klasse, dieser 90er Mario Zeichenstil. In der heutigen Zeit werden natürlich dann eher so 3D-Renders und sowas benutzt, aber damals hatten die so einen ganz eigenen Zeichenstil und das finde ich einfach klasse irgendwie. Oh ja, die Hammerbrüder. Da haben sie das richtige Bild hier auf jeden Fall gemacht. Ach, herrlich. Aber hier, der Waschbäranzug, ne? Obwohl, so ein richtiger Waschbär ist das ja gar nicht. Das ist ja viel zu rötlich dafür, ne? Eigentlich. Land der Riesen, stimmt, das war auch cool, weil da alles so ein bisschen größer war als sonst. Und ich mag es ja auch, wenn so Spiele auch so ein bisschen mit der Größe und Höhe und so weiter ein bisschen spielen. Finde ich immer sehr, sehr herrlich.
Land des Himmels. Auch sowas habe ich auch immer gehasst, genauso wie Eislevel, weil man natürlich immer viel Potenzial hat, auch abzustürzen. Und das mag ich immer so in Spielen. Nicht so unbedingt, sage ich mal. Wobei hier, ne, sieht auch ein bisschen vertikale Level, beziehungsweise horizontal. Ich verwechsel die beiden immer. Ich weiß auch nicht warum, ehrlich gesagt. Da guckt er ängstlich. Wie gesagt, ich habe das Spiel gar nicht so ausführlich gespielt, aber hier sieht man auch, dass sie mit den Level-Architektur auch mal was anderes gemacht haben. Ne? Dass es einfach nicht nur von links nach rechts geht oder von unten nach oben. Nein, es geht schräg. Da hat sich echt Mühe gegeben, was Mögliches rauszuholen. Ja, pff, Eis. Boah. In jedem Spiel hasse ich Eislevel oder Eis-Dungeons oder ähnliches, weil dieses Rumrutschen, das ist immer nur arg nervig, ich sag euch. War ich nie ein Fan von, nicht mal ansatzweise. Stimmt, da gab es auch den Hammeranzug-Dings, ne? Da war man schon fast übermächtig gefühlt. Land der Röhren. Da haben sie aber echt Mühe gegeben. Und vor allen Dingen war es ja auch damals gar nicht so einfach, diese eigenen Abschnitte ja irgendwie hinzukriegen. Ne? Man konnte ja nicht einfach Screenshots machen wie heutzutage, sondern musste das dann echt alles manuell zusammensetzen und bearbeiten. Das war ja auch damals ein Riesenproblem für die ganzen Spielemagazine, irgendwie überhaupt Spiele-Screenshots zu machen. Vor allem zum Beispiel vom Game Boy, das haben die ja echt irgendwie abfotografiert. Und dementsprechend sieht das auch in den Spielemagazinen auch immer so aus. Ne? Land der Dunkelheit, ja, das ist das Fiese. Genau, daran habe ich mich erinnert. Da war ich bei meinem Kumpel und der hat das bis dahin weitergespielt. Es gab ja auch diese Warp-Level und sowas. Und da ist wirklich, glaube ich, jeder hat da wirklich Blut und Wasser geschwitzt. Echt fies war, man springt quasi von diesen Panzern zum Panzern und die schießen alle. Und wenn man nicht aufpasst, gerät man unter die Panzer und so weiter. Alles nicht so einfach auf jeden Fall. Das Minischloss hier und natürlich hier der große Kampf. Irgendwie habe ich krieg richtig Bock, das nochmal zu spielen, glaube ich. Das ist auch glücklicherweise ja auch auf der Mario All-Stars Collection für Super Nintendo auch mit rausgekommen. Wo es ja so eine Art HD-Remake bekommen hat. Ich sage immer, für mich so ein bisschen spaßesweise das erste HD-Remake, das es jemals gab. Gab es natürlich schon andere Titel, aber was mir so ins Bewusstsein gerückt ist auf jeden Fall. Aber kommen wir zu Super Mario Bros. 2. Ja, da wissen die meisten wahrscheinlich von euch, dass es ja eigentlich nicht als ein Super Mario Bros. Spiel entwickelt worden, weil das eigentliche Super Mario Bros. 2 ist das, was auf der Super Mario All-Stars Cartridge als Lost Levels bekannt ist. Das war im Prinzip dem ersten Teil sehr, sehr ähnlich und kann man so als so eine Art ja, Level-Pack, sage ich mal, bezeichnen. Weil im Prinzip war es wirklich nur dasselbe, nur nochmal viel zu schwer. Und da die Japaner ja damals so ein bisschen gedacht haben, okay, dem westlichen Publikum, die sind nicht ganz so hardcore drauf wie wir, den können wir das nicht ganz so zumuten und deswegen haben wir das Spiel bekommen. Ich weiß nicht, wie das im Original heißt, aber eigentlich im Original hat das irgendein anderer Name, ist auch ein anderes Universum und deswegen haben sie einfach das Spiel genommen, weil das gut war und hat da die Super Mario Charaktere als Sprites draufgeklatscht und hier und da ein bisschen was angepasst. Deswegen spielt sie das auch so anders. Ne? Also ihr bekämpft nicht Gegner, die mir auf den Kopf springt, das könnt ihr zwar machen, aber davon sterben die nicht. Nein, ihr müsst so Gemüse auf die werfen. Das heißt, ihr habt so ein kleines Gemüse, das müsst ihr halt hochziehen und damit bewerft ihr die dann. Und dadurch gibt es auch viele, viele verschiedene Sachen, die auch entsprechend ja in einem quasi im Mario-Kanon vertreten sind, wie diesen Dodo, das ist bestimmt hier irgendwo. Noch hier die Birdo, genau. Und hier diese verschiedenen Gegner-Typen, die natürlich nur bedingt in das Super Mario-Universum eigentlich passen. Aber um hier hinzukommen, was hier halt auch die Besonderheit war, dadurch, dass das Spiel verschiedene Spielecharaktere hatte mit verschiedenen Eigenschaften, hat man das hier übernommen. Also ich habe immer, glaube ich, gerne mit Prinzessin Toadstool gespielt, weil die mit ihren Rockhals immer so kurze Zeit schweben konnte. Und das ist natürlich immer sehr, sehr angenehm, wenn man irgendwelche schwierigen Sprungpassagen meistern will. Ne? War ich immer sehr, sehr zufrieden. Und genau, mit Graben. Und ich weiß auch, wie die diese unheimlichen Masken, die werden hier irgendwo bestimmt auch sein. Oder auch nicht. Doch, da, hier, Phanto.
Die fand ich immer auch ganz fies, weil man musste halt immer mal so Schlüssel sich irgendwo herholen. Und dann haben die einen quasi so lange verfolgt, bis man den Schlüssel entweder fallen gelassen hat oder in der Tür benutzt hat. Und als Kind hat man da wirklich Panik bekommen. So, eine unheimliche Maske verfolgt mich. Was soll ich nur machen? Was soll ich nur machen? Aber auch die Bosse, die waren echt cool. Also ich habe das Spiel super gerne gespielt. Fast sogar lieber als den ersten Teil, würde ich sagen. Weil selbst da habe ich schon gemerkt, dass das schon ein großes Upgrade im Vergleich zu dem ersten Teil ist. Ja gut, hier werden sie wahrscheinlich nicht mehr ganz so genau drauf eingehen. Obwohl, doch. Obwohl, ich weiß nicht, wie viel Level die einzelnen Welten hatten. Ob die wirklich nur so wenig waren? War das so? Also, man hat fliegende Teppiche und, oh ja, wieder ein Eislevel, ne? Super großer Fan bin ich, ja. Birdo, genau. Also, es ist schon cool gemacht, ne? Sind sie doch mehr ins Detail gegangen, als ich gedacht habe. Ich habe es damals auf jeden Fall nie zu Ende gespielt, das weiß ich auf jeden Fall. Warum weiß ich gar nicht, aber irgendwann waren halt die Leben aus, ne? Und so viel Continuous hatte man da irgendwie gar nicht. Ne, Wüstenland, wie gesagt, das ist halt so Plattformer-Klischee. Da war immer von jeder Welt hat man da immer verschiedene Sachen. Wüste, Eislevel, normales Level. Sowas war halt immer dabei irgendwie. Ja, dann kommen wir schon zum ersten Teil. Super Mario Brothers. Das hat ja wirklich so die Spielegeschichte revolutioniert. Auch ein sehr schönes Spiel. Hat mich wirklich sehr lange begeistert. Auch damals kam ich nicht so weit, aber da war ich auch noch relativ jung und hab's da nicht so gerafft irgendwie. Hat aber wirklich sehr, sehr viel für das ganze Genre gemacht, da schon viele Standards gesetzt und ja fast im Alleingang das NES so weit gepusht. Wunderbar. Aber hier gehen sie wirklich nur ganz, ganz grob ein, oder? Also wirklich hier nur, das ist das Level. Ohne jetzt groß Tipps zu geben und so weiter, aber dann gut, zu dem Zeitpunkt war das Spiel ja schon 6 Jahre alt, da gingen sie wahrscheinlich nicht so von aus, dass jetzt so viele Leute jetzt unbedingt wissen wollen, wie es da weitergeht. Ja, und das war's schon. Ah, hier, Club Nintendo Ausweis. Genau so einen hatte ich auch. Da müssen wir natürlich ein bisschen Werbung machen. Aber sehr cool haben sie hier noch mit dem Luigi hier bezeichnet. Das ist der Luigi-Deckel. Überraschungssignalgeber, Koopa-Ärgerdetektor, Bowser-Warnsystem, Mario SOS-Sensor. Scheußlich grünes, aber seltenes Hemd. Die dissen hier schon Luigi. Also man merkt schon, dass Luigi nicht umsonst immer nur die zweite Geige spielt, ne? Feuerfeste Handschuhe, gefederte Stiefel für extra hohe Sprünge, ohne Stahlkappen. Ja, das war der Spieleberater. Wie gesagt, er ist relativ dick, aber ich fände es jetzt sehr eintönig, jetzt die ganzen dargestellten Level so ein bisschen näher zu betrachten. Wenn euch mal ein bestimmtes Level irgendwie interessiert, könnt ihr ja einfach die Pause-Taste drücken. Deswegen haben wir jetzt auch eine relativ kurze Blätterfolge, aber ich wollte jetzt einfach nicht zu viel Unsinn labern. Das bisschen Unsinn, was ich gelabert habe, reicht, glaube ich. Und lieber Kai, vielen, vielen, vielen Dank für diese Leihgabe. Ich schicke dir jetzt die Spieleberater auf jeden Fall alle wohlbehalten zurück und ich hoffe, ihr hättet Freude dran. Es ist wirklich ein schöner Spieleberater, geht hier sehr, sehr ins Detail, aber natürlich Fokus ist eher auf Super Mario Bros. 3, was hier aber eigentlich schon auf dem Cover auf jeden Fall auch gesagt wurde. Also, vielen, vielen Dank, dass ihr reingeschaltet habt, ihr Lieben, und euch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt. Macht's gut. Tschüss.